Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Und genau, wir waren jetzt mal hier mit Claire unterwegs und mit Sherry. Und wir haben den Kreuzschlüssel gefunden und wir müssen jetzt aus dem Klärwerk hier raus und auf den Polizeiparkplatz, weil da bin ich nämlich mal gespannt, was da passieren wird. Da bin ich mir jetzt nämlich nicht so genau sicher. Ja, geh bitte wieder raus aus dieser Kanalisation. Ich möchte da noch gar nicht rein. Ganz ehrlich. Gut, wieder zurück ins Revier. Wobei, wir waren gerade eben aus dem Revier raus, ne? Oh Gott, ich sag nur Mr. X. Verdammt, Freunde. Ich fürchte, dass jetzt halt, wenn wir wieder ins Revier kommen, dass dann überall Mr. X rumrennen wird hier. Gut, Freunde, aber ich würde sagen, ja, wir können den Keller erstmal erkunden. Wir haben ja den Kreuzschlüssel. Genau, Freunde, dann gucken wir doch mal, was sich hier bei Claire in dem Autopsieraum versteckt. Oh Gott. Ja, klar. Mit Claire ist hier direkt ein Licker. Na klar. Du hängst doch da oben. Drecksvieh. Oh, mit einem Schuss. Da ist noch einer. Boah, schaut mal. Schaut euch dieses Biest an. Wie schaut euch das an? Eklig, ey, echt. Ah, verdammt. Aua. So. Ja, klar. Mit Claire sind hier im Autopsieraum zwei Licker. Boah. Na, krass. Und ja, Freunde. Ich freue mich, dass ihr mir wieder hier dabei seid. An diesem Sonntagabend nehme ich es auf. Draußen ist schon dunkel geworden um 5:30. Ja, es neigt sich Winter, dem Winter zu. Und da liegt irgendwas, ne? Oder? Ach ja, ach, Leon war hier dann also schon, oder was? Wow! Rote Karte. Ah! Hatten wir bei Leon auch hier für die Waffenkammer, Freunde. Für die Waffenkammer. Oh mein Gott, jetzt wird es nämlich gleich echt interessant mit Claire. Weil ihr könnt euch erinnern, ich habe mit Leon ja was liegen lassen. Ne, extra für Claire. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns gleich mal die Waffenkammer an. Aber erstmal das hier. Müssen wir jetzt hier auch wieder ein Rätsel machen? Oder läuft das schon? Das läuft schon. Oder müssen wir hier doch was machen? Oh! Boah, guckt mal. Kerosinpatronen. Es wird langsam gewalttätiger, ja. Brandmuni. Oh Mann, jetzt wird es langsam ein bisschen knapp mit dem Platz, ey. Ich bin voll, ey. Ich bin sowas von voll. Müssen wir jetzt hier dieses Rätsel nochmal machen? Oder ist das schon? Notstromschalltafel. In Unterbereiche versorgen. Beziehungsweise... Ach, wir müssen es nochmal machen. Okay, dann hoch. Das ist ja dasselbe wie bei Leon, ne? 36 sind 72. Dann sind wir bei... Wir müssen genau auf die 80 kommen. 14 runter, genau. 36 hoch. Stopp. Und dann wieder runter. Genau, dann haben wir die 80... Energie in Ordnung. Ha! Genau dafür. Okay, Freunde. Da haben wir die Karte. Jo, nehmen wir mal mit. Aber wir wissen ja schon, wie es hier zugeht. So, Freunde. Ja, wie gesagt, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Das wird echt spannend mittlerweile. Mit Claire und ich bin leider voll. Das ist gerade echt blöd, weil ich das Kraut hier nicht mitnehmen kann. Aber wobei, das eine Item verlieren wir ja jetzt gleich. Nämlich die rote Karte. Weil, wir werden ja dann auch hier... Genau hier, in der Waffenkammer. Waffenlager, elektronisch verriegelt. Jawohl.
Kartenleser hat wieder Strom. Genau, die rote Karte. Zack, und wir können in die Waffenkammer rein. Geil, geil. Aber ich nehme trotzdem... weil ich einfach so pingelig bin, ich nehme trotzdem dieses grüne Kraut mit. Bevor wir in die Waffenkammer gleich nochmal gehen, lege ich das Zeug ab. Dann nehme ich die Armbrust noch mit. Ich weiß ja nicht, ob wir die nochmal brauchen. Also auf jeden Fall die Kerosinpatronen werde ich ablegen, Freunde. Ach, jetzt wieder zur Kiste dackeln. Meine Güte. Und ja, währenddessen kann ich euch mal erzählen, was bei mir so abgeht. Also, ich habe ja... war ja krank letzte Woche, habe mich davon gut erholen können. Zum Glück. Und ja, jetzt steht wieder hier eine neue Arbeitswoche an. Die, wenn die Folge kommt, schon komplett läuft. Und ja, ich habe auch nächste Woche tatsächlich auch Urlaub. Ich habe tatsächlich 18 Tage Urlaub am Stück. Ja, das ist... da freue ich mich drauf. Da kann man mal ein bisschen entspannen. Und vor allem gab es die ein oder andere Anfrage auch von euch, wie es aussieht bezüglich mal zusammen spielen und so. Ne? Und beziehungsweise mal zusammen Command & Conquer spielen oder was aufnehmen. Ja. Da bin ich dann so verfügbar in der Zeit, aber ich denke mal, ihr wisst das auch schon. Diejenigen, mit denen ich gesprochen habe. Und dann können wir das machen, ja. Da freue ich mich echt sehr drauf, euch mal hautnah zu erleben. Wie ihr mal zusammen, wie ihr Command & Conquer zum Beispiel spielt. Das wird auch sehr lehrreich für mich, denke ich. Weil ich habe in dem Let's Play einiges anders gemacht als ihr. Und naja. Gut, Freunde, das erstmal zu mir. Gucken wir jetzt erstmal hier bei Resi 2 weiter. Die Waffenkammer, Freunde. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird das echt interessant, du. Jede Menge Muni auf jeden Fall. Finde ich gut. So. Hier Muni. Hier Muni. 49 Schuss. Hier nochmal Säurepatronen. Oh, wir werden hier echt auf was vorbereitet. Aber es gefällt mir nicht, weil wegen Mr. X und so. Okay. Genau, Freunde, seht ihr das? Ein Maschinengewehr und eine Tasche. Mit einer Tasche kann ich mehr Gegenstände tragen. Was wählen Sie? Claire, nimm erstmal die Tasche. Somit, die Tasche ist jetzt umgeschnallt. Zieh die an. So. Claire hat eine extra Tasche, wie ihr seht. Und wir können... Haha, schaut mal. Wir haben zwei Plätze mehr im Inventar. Und? Jetzt kommt das noch geilere. Ein MG! Dieses MG ist mega geil. Wirklich. Aber wie ihr seht, es ist eine Prozentwaffe. Prüfe. Mac 11. Hergestellt von der Firma Military Armament Inc. Es verschießt Dot 380 Patronen. Also scheinbar ein kleines Kaliber. Oder? Ich weiß es nicht. Ihr werdet da mehr wissen, als ich, was dieses Kaliber angeht. Auf jeden Fall eine ziemlich krasse Wumme. Ich werde die mal ausrüsten. Schaut euch die an. Richtig krass. Aber wie gesagt, eine Prozentwaffe. Und, naja, ich weiß nicht, an welcher Stelle wir die gut benutzen können. Ne, weil eigentlich... Oh. Ui, wir sind schon kurz vorm Parkplatz. Parkplatz. Weil eigentlich... Wir haben hier genug Muni für die Zombies. Da habt ihr es mal gehört. Babam. Noch nichts verbraucht. Gut. Das ist auf jeden Fall eine richtig krasse Waffe. So. Wir sollten doch zum Parkplatz. Na, Leon? Bist du da? Leon? Nee, natürlich Licker.
Licker werde ich hier mitmachen. Ach, ach, Licker. Was rede ich denn? Das sind nur Hunde. Licker. Ah, so. Hör auf zu sabbern, Kollege. Das ist eklig. Wieder Hundezirkus hier. Hör auf zu sabbern. Das ist widerlich. Ich schieße einfach mal drauf, ohne dass ich was sehe. Immer noch am Leben. Meine Güte. Ja, lad nach. Und schieß. So. Die sabbernden Köter sind weg. Puh, okay. So, Freunde, ihr seht, dieser Truck ist schon verschoben. Genau der Truck. Und wo ist denn jetzt hier Leon? Wir sollten doch hier auf zum Parkplatz kommen. Leon, wo bist du? Ich kann nicht mehr weitergehen. Hm, sehr interessant, ne, wo Leon sich jetzt versteckt hat hier. Ich weiß es nicht. Also, wahrscheinlich dann hier drin. Wahrscheinlich hat er sich dann mit Ada hier reingeverschanzt oder so. Gucken wir mal. Es wird spannend. Hier waren ja auch Köter drin, ne? Ach du Scheiße, was ist das denn? Ein Hund, der den Zombie frisst. Also es sind definitiv Zombie-Hunde. Oh Gott. Ah, da ist noch einer. Das sind Zombie-Hunde hier, ey. Was zur Hölle? Hä? So. Diese Köter. Ah, verdammt nochmal. Ich verschieß meine Muni. Aua. Blödes Ding. Und lauf hin und schieß. Aber was ist das für ein Zombie hier? Ist das Ben? Ist das Ben? Nee, Ben liegt doch da hinten. Hat auf jeden Fall keinen Kopf mehr. Oh Mann, Freunde. Das ist höchst unheimlich hier. Und auch diese Musik wieder, ey. Boah. Noch ein Hund. Hier ist auf jeden Fall Stille. Keine Musik. Was ist denn das jetzt hier für ein Bereich? Sind das die Zellen? Hallo, könnt ihr mal sterben? Wow. So. Die sabbernden Köter hier, ey. Hallo. Na, schieß! Alter Falter. Aus der Nähe betrachtet sehen die auch cool aus irgendwie. Ja, das ist, glaube ich, der Zellbereich hier, ne? Oder? Ah, ja, genau. Der Zellbereich mit dem Gulli-Deckel. Ah, oh. Oh, guck mal, wo jetzt die Kurbel liegt. Da ist die Kurbel jetzt. Okay, auch interessant. Der Deckel ist fest zu. Den kann ich unmöglich öffnen. Unmöglich? Wie jetzt, Claire? Kannst du den nicht aufmachen? Nichts, okay. Hier ist nichts. Können wir hier rein? Hier können wir auch nichts machen. War denn dieser Bereich dann völlig sinnlos? Hä? Scheinbar, wa? Ich glaube auch, dass mit Ben, das ist auf der anderen Seite passiert. Ja gut, dann gehen wir wieder raus. Ich mag das nicht, wenn es keine Musik im Hintergrund gibt. Das ist irgendwie total... unheimlich, ja. Da liegt noch einer. Noch ein Zombie. Ach, hier war es doch, genau. Und hier ist doch der nächste Film und wir sind voll. Verdammt. Wir sind voll, Freunde. Och Gott. Eine Schalltafel, mit der man das Schloss öffnen kann. Das Schloss ist offenbar zu. Hä? Aber wir können doch rein. Was für ein Schloss meinen die denn dann? So, hier war das mit Ben. Nochmal Kraut. Blaues Kraut. Oh. Okay. Hm, lass ich erstmal Kräuter. Oha.
Es liegen da Armbrustbolzen. Ah, das ist ja höchst interessant. Das ist Ben, Freunde. Das ist Ben. Der Körper wurde zerfetzt. Irgendetwas ist scheinbar von innen herausgeplatzt. Ach, Kacke. Können wir in seine Zelle rein? Ja. Aber es ist alles sehr, sehr trostlos. Oh mein Gott, okay. Ja, die können wir halt auch nicht mitnehmen. Ach, können wir nicht irgendwas nehmen? Benutze es. Ich habe einen Treffer abbekommen. Ich weiß, das ist total sinnlos. Aber ich möchte diese Armbrustbolzen haben. So, ich weiß, wir haben jetzt ein Kraut verschwendet, aber ich bin so voll. Und da sind auch nochmal ein grün-blaues Kraut hier. Ja gut, aber dann... Ach, okay. Dann kommt hier unten gar nichts. Das war alles mit Ben. Okay. Gut, Freunde, dann müssen wir tatsächlich wieder ab ins Revier. Denke ich mal. Weil... Wir haben ja noch die Sache mit den Edelsteinen offen, ne? Die müssen wir ja auch noch machen. Ach, stimmt ja. Richtig. Ich meine, wir kommen hier eh nochmal zurück. Von daher kann ich die Kräuter auch dann mitnehmen. Ich würde jetzt einfach mal erstmal nochmal die Sachen ablegen. In dem Speicherraum, der da in der Nähe ist. Und dann die letzte... Ist das wirklich die letzte Tür dann? Das ist dann die letzte Tür. Das ist ja mal richtig... nee, oder? Es sind noch zwei Türen. Es sind noch zwei Türen. Sehr gut, Freunde. Aber wie gesagt, erstmal die Sachen ablegen. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut soweit. Mir ist ja wieder tipptopp. Ich hoffe, ihr kommt gut durch diesen Corona-Winter. Es ist ja gerade wieder am Abgehen, beziehungsweise am Abgehen im Südosten des Landes. Weil sehr wahrscheinlich da sich die Leute nicht impfen lassen. Oder nicht komplett impfen lassen. Und ja, im Prinzip weiß ich nicht, ob es da auch noch seitens der Politik, ob das jetzt nochmal so gehypt werden muss, dieses Thema. Ich denke nicht, aber naja, wie gesagt, ich bin kein Politiker. Gut, ich würde sagen, ich nehme die Armbrust aber mit, den Film. Die Prozentwaffe. Die würde ich tatsächlich erstmal ablegen. Weil dann seht ihr, wir haben wieder zwei Plätze frei. Dann muss das so reichen. Ich meine, den Kreuzschlüssel werden wir ja auch los. Irgendwann. Von daher muss das doch reichen mit dem Platz. Und, ja, wie gesagt, also Thema Covid. Ich kann es langsam, muss ich sagen, nicht mehr hören. Nach 2 Jahren fast. Muss doch irgendwann mal gut sein. Echt. Klar, es ist scheiße, dass es eine Krankheit ist, die scheinbar für einige Menschen tödlich endet. Aber das ist die Grippe auch. Und ich weiß nicht, ob man das so ziehen muss, dieses Thema. Erzählt mir ruhig mal, was ihr davon haltet. Ob ihr der Politik recht gibt oder ob ihr auch sagt, kommt, irgendwann muss mal gut sein. Wird mich interessieren. So, Polizeirevier. Ich habe kein gutes Gefühl. Okay, jetzt habe ich mich fast schon wieder verplappert. Gehen wir hier in diese Tür rein, Kreuzschlüssel. So. Gut. Was ist das hier? Ach, das ist dieser Raum. Okay. Deine Zeitung über eine Woche alt. Hier ist wieder keine Musik. Nichts Hilfreiches. Stimmt, bei Leon lag ja hier... In dem Schrank ist nichts. Bei Leon lag ja hier die Magnum. Na? Hier lag die Magnum-Waffe. Hier ist gar nichts. Okay. Was ist das hier?
Ah, hier liegen Säurepatronen rum. Okay, finde ich auch gut. Können wir immer gebrauchen. Säurepatronen verbinden mit der 21 Schuss. Munitionstechnisch sieht das schon echt gut aus. So, Tagebuch des Wächters, Freunde. Oh ja, das gruselige Tagebuch. 11. August. Zum ersten Mal seit elend langer Zeit hatte ich heute die Chance, mal wieder blauen Himmel zu sehen. Aber der Anblick konnte mich kaum aufheitern. Der Chef hat mich angepfiffen, dass ich oben an der Turmuhr meine Pflicht vernachlässigt hätte. Da gibt es nur eins, was ich immer noch nicht verstehe. Es schien der Chef mehr zu stören, dass ich oben bei der Turmuhr war, als dass ich meine Pflicht vernachlässigt habe. Warum ist der Zugang nach da oben denn überhaupt für untersagt worden? Gute Frage. 5. September. Ich habe vor kurzem mit dem alten Mann gesprochen, der da hinten im Klärwerk arbeitet. Sein Name ist Thomas. Er ist ein ruhiger Kerl und scheint sich nur für Schach zu begeistern. Er hat sogar ein ganz spezielles Schloss entworfen mit Schachfiguren als Schlüssel für eine der Türen im Klärwerk. Ja, Leon-Story, ne? Wir haben uns verabredet, morgen Abend mal eine Runde Schach zu spielen. Ich bin wirklich neugierig, wie gut er wirklich ist. Was mich an ihm ziemlich stört, ist die Art, wie er sich andauernd überall kratzt. Hat er eine Hautkrankheit oder ist er einfach nur unhöflich? 9. September. Thomas ist ein viel besserer Spieler, als ich mir hätte träumen lassen. Ich habe mich selbst immer für einen ganz passablen Spieler gehalten, aber er hat mir eine recht gründliche Lektion in Bescheidenheit verpasst. Sein Appetit ist so ziemlich etwa das Einzige, was so ungefähr an seine Schachkünste herankommt. Das ganze Spiel über hat der Kerl von nichts anderem geredet als vom Essen. Er hörte sich ganz gesund an, aber er sieht nicht gut aus. Ich frage mich ernsthaft, ob er nicht wirklich krank ist. Das, 12. September. Ich wollte eigentlich noch ein Schachrühmchen gegen Thomas spielen, aber wir mussten es abblasen, weil es ihm gar nicht gut ging. Er kam kurz vorbei, um mich zu besuchen, aber ich habe ihm gesagt, er solle sich lieber zu Hause ein wenig hinlegen, denn er sah wirklich aus wie eine wandelnde Leiche. Er behauptete steif und fest, es gehe ihm gut, aber ich konnte sehen, dass er wirklich Probleme hatte. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, mir selber geht es auch nicht so gut in letzter Zeit. Freunde. Das Tagebuch des Wärters. Die haben sich scheinbar beide verwandelt. Und der Wärter ist der Typ hier. Kehle und Magen sind herausgerissen, alter Vater. Okay. Gibt's hier sonst irgendwas außer diese Säurepatronen? Nichts. Na ja gut, ich meine, neuer Raum, Säurepatronen, passt. Gehen wir in den nächsten Raum, Freunde. Na, so langsam aber sicher können wir fast gar nichts mehr machen im Revier hier. Ich hab Schiss. Wir sind wieder im Revier nach dem Keller. Und ich hab so Schiss, dass hier immer was rausgesprungen kommt in so langen Gängen, ey. Ich weiß nicht warum. Aber es kommt ja nie was. Warum ist hier auch keine Musik mehr? Das ist ja auch so komisch, ne? Dass hier keine Musik mehr ist. Meine, gib mir ein bisschen Musik. Ich will mich hier ein bisschen beruhigen können. Beziehungsweise, ja. Ich möchte diese coole Polizeirevier-Musik hören. Danke. Mann. Da fühlt man sich doch wieder wie zu Hause hier. So. Ja. Dann haben wir das Folgenende auch schon wieder erreicht. Oh Mann. Das ist ja blöd. Ja gut, okay, egal. Hier jetzt aber. Ich atme mal tief durch. Nein, okay, nichts passiert. Okay, Freunde. Dann würde ich mal sagen, jo, da wir im Folgenden angekommen sind, würde ich mal sagen, wie es hier weitergeht, sind wir da beim nächsten Mal hinter der letzten Kreuztür.
Und ja, dann würde ich mal sagen, Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und dass die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzähl sie gerne weiter den Kanal. Und ja, wie sie. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.